Hey Leute, cool, dass ihr wieder reinschaut und es gibt seit sehr langer Zeit mal wieder ein Einrichtungstutorial. Die Serie, die hat noch nicht aufgehört, nein, die geht weiter und wir sind heute wieder oben bei uns in der ersten Etage, also im oberen Stockwerk. Die Sache ist, ich habe die Version hier einmal gewechselt und deshalb sind zum Beispiel die ganzen Pflanzen hier alle rausgefallen, die Bilder hängen nicht mehr an der Wand und so weiter, aber das müsstet ihr ja mittlerweile alles haben. Und genau bei den Sachen, die neu sind, das seht ihr ja jetzt schon von Weitem, da sind die Sachen auch wieder da. Das heißt, wir haben hier eine Pflanze mit drin und es ist einfach das Schlafzimmer, was heute dran ist. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier echt ein sehr schickes Bett mit Nachttisch und Kommode und ein paar Büchern mit einer schicken Lampe mit drin. Hier so eine Art ja, Galerie, wo man halt so auch runtergucken kann. Jetzt sieht man da zwar nicht besonders viel, aber es ist halt trotzdem cool gemacht, finde ich. Hier dann der Schrank mit der Truhe, wo man dann seine ganzen Klamotten oder sowas lagern kann. Und auf dieser Seite noch so eine kleine Musikanlage. Und ich finde, das ist eigentlich auch ganz schnieke gemacht. Auch weil das hier so gerade runter geht, so einen halben Block. Das finde ich ganz cool, dadurch wirkt das Zimmer auch noch ein bisschen höher. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder rüber und fangen an, das Ganze dann wieder nachzubauen. La 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 la, la 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 la. Und ich muss mal gucken, das ist echt schon lange her, dass ich hier war. Aber keine Angst, wir werden das Haus auf jeden Fall auch noch komplett zu Ende bringen, was die Einrichtung angeht. Also keine Sorge, ich habe ja zurzeit ein bisschen Ferien. Also noch den ganzen Februar eigentlich. Und ich versuche möglichst viel Folgen noch rauszuhauen in dieser Zeit. Und da seht ihr ja auch, dass in letzter Zeit schon ein bisschen mehr gekommen ist. Und genau das Erste, was wir brauchen, ist jetzt mal wieder Quarzblock. Und wir können eigentlich direkt anfangen hier bei dieser, also hier wo das Holz ist, einfach erstmal so einen Bogen hier reinzuziehen. Und zwar geht das dann hier rüber bis dahin. Hier auf dem Boden, hier kommt auch noch ein Block hin. Und dann wird das hier rechts noch einmal so erweitert, dass wir im Prinzip so einen Bogen haben, der hier an der Seite offen ist. Beziehungsweise hier kommt auch noch ein Block rein, nur hier ist der eigentlich offen. Dann als nächstes müssen wir erstmal den kompletten Boden hier einmal rausnehmen. Weil hier ja die Stufen hinkommen, das heißt wir machen das Ganze einen halben Block tiefer und dementsprechend muss der Boden erstmal raus. Dann brauchen wir natürlich den gleichen Block, den wir hier drin hatten, als Stufe. Das heißt, das ist hier einmal Schwarzeichenholzstufe. Genau, und das nehmen wir, die hauen wir jetzt einfach hier rein. Also hier ganz am Rand, da kommen erstmal keine Stufen hin, weil da nachher eine Treppe reinkommt. Aber ansonsten wird der Boden halt komplett mit diesen Stufen ausgefüllt. Natürlich auf der unteren Blockhälfte kommen die Stufen hin. Also nicht hier oben, sondern unten. Damit der Raum hier ein bisschen vergrößert wird. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns direkt auch mal die Treppen nehmen. Also wieder Schwarz-Eichenholz-Treppen und dann kommen davon einfach drei Stück hier rein. Dann würde ich sagen, machen wir auch direkt mit dem Bett weiter und dafür brauchen wir wieder Schwarzeichenholzstufen und wir setzen die einmal hier drauf. Das heißt, wir erhöhen hier den Boden und zwar direkt vor dem Fenster und zwar geht das drei Blöcke weit, also drei Blöcke hier in diese Richtung. Dann brauchen wir einmal schwarzen Teppich. So, und den setzen wir dann hier so, hier so hin, also zweimal zwei Blöcke und hier ganz am Ende als Kissen habe ich einfach Schnee benutzt und das hier drauf gesetzt. Das Schnee ist halt ein bisschen höher und dadurch sieht das halt direkt auch so wie ein Kissen aus und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir weiter mit dem Nachttisch. Dafür brauchen wir Steinstufen. Ihr wisst es ja mittlerweile, ich arbeite sehr gern und viel mit Steinstufen.
Und dementsprechend jetzt auch wieder. Und dann hier rechts von dem Bett, hier machen wir den Block kaputt. Und ihr seht, darunter ist ein anderer Block, deshalb kann man das hier machen. Und dann setzen wir zwei von den Stufen hier hin, haben damit so ein kleines Nachttischchen. Das gleiche machen wir auf der linken Seite auch. Und diesmal setzen wir hier oben auch noch eine Stufe hin. Also wir lassen eine halbe frei und setzen hier dann noch mal eine Stufe hin. Dann als nächstes würde ich sagen, machen wir mit der Lampe weiter. Dafür brauchen wir einfach einmal einen Zaun. Das ist wieder das Schwarzeichenholz, was wir diesmal als Zaun benutzen. Und dann natürlich auch noch einen Glowstone. Die Sache ist, ich baue das jetzt alles komplett aus dem Kopf nach dieser Folge. Normalerweise zeichne ich das ja immer auf und baue das dann, aber diesmal, ich habe einfach kein Schreibzeug, also kein Malpapier hier und deshalb habe ich jetzt auch keinen Bock hochzulaufen und ja, deshalb aus dem Kopf und genau, wir setzen einmal hier, also wir gehen auf diese untere rechte Seite vom Bett und gucken dann nach oben und setzen hier einmal diesen Zaun hin und dann kommt der Glowstone da dran. Theoretisch, also ich finde, es sieht besser aus, wenn man den einen weiter nach hier hin zieht, aber die Sache ist, dann schmilzt dieser Schneeblock und das will man ja auch nicht. Aber so kann man das auf jeden Fall auch anbieten. Genau, und dann machen wir das so. Als nächstes können wir direkt mit Glowstone weitermachen. Und zwar können wir hier diese zwei Blöcke entfernen und ihr seht, darunter sind Steinstufen, deshalb können wir das hier auch wieder machen und setzen da zwei Glowstones hin. Auf diesen Glowstone kommen zweimal Truhen drauf. Einmal links, einmal rechts, so. Dann haben wir des Weiteren noch hier unten können wir auch eine Steinstufe reinsetzen, hier drüber. Und ups, hier, so dass es hier unten einfach frei bleibt. Und da drauf setzen wir, also schwarzen Teppich, den haben wir ja schon, den setzen wir hier drauf und dann hier über die Truhen auch, also dass es hier einmal so rübergezogen wird. Die Truhe kann man halt trotzdem aufmachen, das ist also gar kein Problem. Und dann brauchen wir einen weißen Teppich. Teppich. So, und den setzen wir dann hier einmal drauf, also auf diesen beiden. So, dann sieht das hier aus, als ob das von diesem Block aus hier so rüberragt, aber das schwebt zwar eigentlich, aber das ist, ne, optisch auf jeden Fall ganz cool gemacht, finde ich. So, dann als nächstes haben wir dann noch hier diese Musikecke. Dafür brauchen wir schon wieder Schwarzeichenholzstufen und davon setzen wir einfach drei Stück hier erstmal hin. Und dann brauchen wir natürlich den Plattenspieler und dann noch zwei Notenblöcke. Der Plattenspieler kommt dann in die Mitte und links und rechts, beziehungsweise rechts und links, kommen dann die Notenblöcke hin als Verstärker oder als Boxen. Und dann habe ich hier auch noch schwarzen Teppich links und rechts draufgesetzt. Genau, als nächstes habe ich dann noch ein bisschen was mit Rahmen gemacht. Und zwar habe ich hier einen Rahmen hingesetzt und wir werden den nachher ausfüllen. Hier bei dem Fenster links habe ich einen Rahmen hingesetzt. Und, wo habe ich noch? Genau, hier bei dem Nachttisch habe ich auf dieser Seite und auf dieser Seite auch einen Rahmen hingesetzt. Und da vorne dran ein Schild. So, wo ist das? Hier ist das Schild. Und das einfach hier oben dran setzen, so. Und dann ist das auch optisch eine ganz coole Sache, wie ich finde. Dann können wir wieder Quarzblöcke nehmen und hier oben das einmal so verbinden, damit das Ganze nicht so groß wirkt, damit es einfach ein bisschen kleiner ist. Dann nehmen wir uns wieder Steinstufen und setzen die hier rein. Also so verbinden das einmal quer, dass man hier nicht runterfallen kann. Dann haben wir noch, jetzt muss ich überlegen, ein Gemälde, das ich hier oben hingehängt habe. Ich glaube, ich hatte den Baum dort hängen, aber man kann theoretisch auch
Ja, ich warte mal einfach, bis der Baum wiederkommt, wenn das jetzt nicht allzu lange dauert. Hier dieser Baum, den habe ich bei mir drin hängen gehabt. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr andere Bilder schöner findet, die auch mit reinhängen. Das ist ja absolut kein Ding. Und dann, da. So, jetzt bin ich am Überlegen. Genau, ich hatte hier noch ein Bücherregal. Das hier unten, den könnt ihr dann einmal auch vernichten erstmal. Und stattdessen Bücherregale da reinstellen. Und zwei Stück habe ich da reingestellt und habe da oben einen Schneeblock auch drauf gesetzt. Weil ich finde, das sieht einfach ein bisschen besser aus, wenn man das oben noch so eine weiße Schicht drauf hat. Dann war es das auch schon fast. Ich habe noch, also natürlich muss ich die Rahmen noch füllen. Hier habe ich zum Beispiel, ups, eine Schallplatte reingestellt. Ich glaube, eine rote. Das könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr wollt. Hier einfach eine Schallplatte rein. Dann habe ich genau noch eine Stufe genommen und die hier hingesetzt, weil das irgendwie noch optisch ein bisschen besser aussieht, weil das sonst ein bisschen leer ist, finde ich, diese Ecke. Deshalb einfach der Block so als Regal, da kann man dann auch oben was draufstellen oder sowas. Genau, und hier habe ich eine Uhr reingesetzt, die dann theoretisch auch als Wecker irgendwie fungieren könnte, obwohl niemand hängt einen Wecker an die Wand, ne? Aber ja, theoretisch halt so. Und dann haben wir natürlich noch einiges an Töpfen. Und zwar hier rechts vom Bett habe ich einen Topf hingestellt. Hier habe ich einen Topf hingestellt. Hier einen Topf. Und hier einen Topf. Und die müssen dann natürlich auch gefüllt werden. Dann habe ich hier einfach einen Sternen. Wie heißt das? Sternlauch? Also, was ist das für ein dummer Name, ey? Ein Sternlauch, den packen wir da einfach mal rein. So ein Sternlauch, ey. Sollte ich mir im echten Leben auch mal kaufen, vielleicht? Was ist das für eine Pflanze? Ist ein Lauch. Ja. Okay, genau. Hier einfach noch eine Pflanze. Das ist diesmal eine blaue Orchidee. Und dann einfach noch ein Tropensetzling vielleicht hier rein. Und hier natürlich ein Kaktus. Ihr müsst wissen, ich stehe übelst auf Kakteen. Ich habe bei mir also jetzt in meinem echten Zimmer auch. Ich wohne ja ich habe ja im Prinzip zwei Zuhause. Einmal in Bielefeld bei meinen Eltern und dann noch, wo ich mit meinen WG-Kollegen wohne. Und ich habe in beiden Häusern jeweils mindestens einen Kaktus in meinem Zimmer. Also ich stehe übelst auf Kakteen und deshalb hier auch ein Kaktus direkt am Bett. Ich meine, das sieht doch auch übelst geil aus, oder? Muss man auch schon mal sagen. Also dementsprechend auch ein Kaktus hier. Und dann glaube ich, war es das sogar schon. Man kann theoretisch herkommen und hier noch irgendwie so ein Schild dran packen oder auch einen Rahmen. Ich gucke gerade mal. Also ein Rahmen sieht vielleicht sogar noch besser aus. Und ich glaube, ansonsten war es das wirklich. Ich habe gerade, mir kam vorhin noch die Idee, man könnte hier vielleicht auch irgendwie entweder Rahmen dran setzen oder mit Schildern das umrahmen oder aber auch mit hier mit Falltüren. So, das lässt das natürlich auch nochmal komplett anders wirken optisch. Also wenn ihr das so mehr mögt, dass das ein bisschen mehr mit einem Holzlook ist, dann könnt ihr das so machen. Aber ansonsten könnt ihr das auch einfach weglassen. Ich meine, ihr müsst es ja nicht immer haargenau so bauen, wie ich das gebaut habe. Ich lasse ja immer ein bisschen Raum für Spielraum. Ja, genau. Ein bisschen Spielraum lasse ich ja immer offen. Und ansonsten, genau, war es das mit dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt hier wieder rauslaufe, aber ich zeige einfach nochmal das Haus von außen. So weit sind wir mittlerweile gekommen und ich hoffe natürlich, ihr seid mitgekommen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Video. Ich weiß zwar noch nicht, wann das kommt, aber ich werde natürlich versuchen, mich zu beeilen. Wie gesagt, ich habe ja noch Ferien und werde wahrscheinlich auch noch das ein oder andere aufnehmen können. Das heißt, ich glaube, das wird auch nicht allzu lange dauern, bis es hier weitergeht. Und jetzt bedanke ich mich wirklich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wahrscheinlich, wenn das Video hochgeladen wird, vielleicht habe ich sogar schon die 10.000 Abonnenten. Wer weiß, alles klar. Ich halte euch nicht mehr lange auf, meine Freunde.
würde es einfach mal sagen, man sieht sich im nächsten Video wieder. Hoffentlich. Bis dahin, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.